Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play VIL. Ja, neuer Dino, neues Video und der nächste Dino im Bunde ist ein weiterer Pflanzenfresser und zwar der Ankylosaurus. Ja, sieht ganz interessant aus, denke ich mal, wird vergleichbar sein mit dem Stego, sieht aber stärker gepanzert aus. Wir werden sehen. Wir gucken durch, ein Skin, schade, und wir starten auch direkt. Natürlich wieder auf einem selbstgehosteten Server, um uns das Tier kurz mal anzugucken. Und danach gehen wir regulär dann ein bisschen kämpfen, würde ich sagen. Ja. Sieht ganz putzig aus, finde ich. Wir gucken uns mal an, was er so auf dem Kasten hat. Den Broadcast. Wie eine Kuh, ne? Friendly. Frieden. Und natürlich Help. Okay. Ja. Läuft ganz gemütlich. Im Trott sieht er ein bisschen erfetzt. Finde ich, passt gut in so eine Gegend, in so eine steinige Gegend. Weil hier auf dem Boden, finde ich, ist er ganz gut getarnt. So, wir können uns nicht duken. Schade. Humpeln, okay, alles klar. Ausruhen. Schade, dass wir uns nicht ducken können. Macht er so. Super. Ja. Was ist er? Geschwindigkeit vom Laufen her ist auch ganz in Ordnung. Also man könnte ihn, wenn man den jetzt hier so ins Gras setzt, könnte man auch denken, das ist ein großer Stein. So, was haben wir hier für Attacken? Ich denke mal wie beim Stego, links, rechts. Ja. Ich denke, das könnte wehtun, wenn man so ein Teil kriegt. Also, jetzt brauchen wir noch ein schönes Thumbnail. Mal gucken. So ein bisschen mit Pflanze wäre cool, ne? Hier so ein bisschen auf dem... Ach, schade, dass wir da nicht raufsteigen können. Aber das sah eben schon ganz neckisch aus hier, glaube ich. Aber ich hätte gern, dass uns die Sonne so ein bisschen anscheint. Jetzt müssen wir noch kurz warten. Weil es ist gerade bewölkt. Aber gleich geht's wieder los. Guck mal, da kommt schon die Sonne. Schön. Und wo scheint die jetzt? Da, das sieht ganz gut aus, ja. So. Ah. Schade, dass der in die andere Richtung guckt. Das ist blöd. So. Machen wir mal den Schrei. Na, ah, das geht ganz klar. Okay. Soll uns so reichen. Jetzt können wir hier nicht viel machen. Ich denke mal, jetzt werden wir... Ich suche schnell einen neuen Server raus. Gut. Dann machen wir an der Stelle einen kurzen Cut. Bis gleich. Tschüss. So, da sind wir wieder und endlich einen Server gefunden. Ich habe jetzt eine ganze Weile suchen müssen. Und auf einigen Servern war ich auch noch als Suchumimus unterwegs. Und ah, das ist furchtbar. Ah, das ist furchtbar. Dass man sich nicht umbringen kann, ist das Schlimmste hier, was es gibt. Und dann keine Leute unterwegs. Ja, leider nur wieder Nachtserver gefunden mit einem sehr hohen Ping. Das heißt, ich will mal gucken, ob man hier gut agieren kann dann. So, ist auf jeden Fall ein 75er Server, der ist knackenvoll. Wir haben den letzten Platz auch wieder erwischt. Und wir sollten eigentlich ziemlich schnell hier auf irgendwelche Gegner treffen. Denn ich will gucken, was der Junge, was der Bursche hier auf dem Kasten hat. So, aber erstmal gucken wir natürlich, können wir wieder ganze Bäume verspeisen. Ich frage mich, wann sie das denn endlich mal einführen, dass man hier die Gräser essen kann. Weil es wird langsam ein bisschen unrealistisch, wenn man hier ganze Bäume isst. Ich meine, hier steht genug Zeug rum. Naja. Was? Wer ist das? Da hat uns auch direkt einer eingeladen. Aber ich nehme das jetzt nicht an, weil ich jetzt gerade hier in der Aufnahme bin und ich nicht weiß, wer das ist. Kenne ich nicht. War, denke ich mal, einfach spontan eingeladen. Wer weiß. Oder Leute, die mich halt kennen, weil ich bin ja auch hier unter meinem Profilbild drin. Mal gucken. Also ich werde öfter mal eingeladen hier im Spiel, komischerweise. Na, vielleicht Leute, die mich von Twitch oder YouTube kennen. Wer weiß. Weil so viele Server gibt es ja hier noch nicht. Da war doch was, oder? Treffen wir natürlich auch wieder keine Leute. Das ist furchtbar.
schon den vollsten Server, den man finden konnte, und es ist kein Schwein zu sehen. Ist wie mit Daisy, ne? Das ist halt ja genauso. Rappelvoller Server und triffst keine Menschenseele. Komm, wir bräuchten jetzt irgendwie einen T-Rex oder irgendwas. Das wäre jetzt schön. Aber ist niemand hier. Niemand, der uns hört. Also ich, wie gesagt, ich schätze ihn ein, dass er genauso wie der Stego ist von der Kraft her. Wird vielleicht noch ein bisschen mehr einstecken können, weil er eine stärkere Panzerung hat. Aber das wollen wir ja eigentlich jetzt herausfinden. Weil der Kopf ist auch, der Hals, alles ziemlich stark gepanzert. Ich wüsste jetzt nicht, wo die Schwachstelle ist. Man müsste ihn, glaube ich, auf den Rücken drehen und ihn in den Bauch beißen. Das könnte ich mir so als Schwachstelle vorstellen. Aber das ist ja leider so nicht möglich. Tja, hier ist Schicht im Schacht, glaube ich. Gehen wir nochmal ein Stückchen darunter. Augenblick Zeit haben wir. Wenn ich bei 10 Minuten noch niemanden finde, dann wechsle ich nochmal den Server. Und dann mal gucken. Die Nacht soll ja auch demnächst umgestellt werden. Dass es dunkler ist und einfach schöner aussieht, weil das ist für eine Nacht ist es halt, wie gesagt, noch viel zu hell. Okay. Manchmal hört man Sachen hier, die gar nicht da sind. Ist da hinten was? Nee, es flimmert einfach so ein bisschen. Also wenigstens ein Sucho oder ein Allo oder ein T-Rex, irgendwas Größeres hier. Kanus habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Die spielt wohl auch keiner mehr. Ich habe keine Ahnung. Es ist echt niemand hier. Gruselig ist das. Da ist die Stamina auch schon weg. Es ist immer schlimm, wenn man was zeigen will, wenn man unbedingt so ein bisschen Action zeigen will. Dann trifft man irgendwie keine Leute. Hm. Gut, macht jetzt keinen Sinn. Ich mache nochmal einen kurzen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Und zwar sind wir hier am großen See, da wo diese Brücke ist. Und wir müssen uns erstmal kurz aufladen. Und ich denke, da drüben werden wir ein paar Gegner finden. Mal gucken. Ich geh erstmal luschern. Oh, hier passe ich sogar durch. Weil hier sind ja meistens irgendwelche Dinos und meistens sind hier auch Fleischfresser. Na? Ist da jetzt wirklich niemand? Das wäre jetzt echt traurig. Der Server ist voll. Und hier ist niemand? Doch, da ist doch einer. Nein! Ah, da. Sucho. Gut, den gehen wir jetzt attackieren. Na komm, der gehört mir. Ansonsten haben wir da noch einen Akylo. Mal gucken. Beide Dinos jetzt frisch zusammen. Aber ich glaube, die gehören zusammen. Das heißt, das wird jetzt unser Tod sein. Na, man kann doch nicht mit denen Freundschaft schließen. Ich weiß nicht, wir müssen es jetzt testen. Tut mir jetzt auch leid für ihn, aber... ich kann das immer nicht. Einfach so Leute angreifen hier. Da hinten kommt noch einer. Dann greifen wir den da hinten an. Wir attackieren den jetzt mal am Wasser. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Komm, wir schwimmen ja so richtig unter Wasser hier, ne? Gucken, ob er uns jetzt beißt. Das ist interessant hier. Oh, der Ping ist wieder richtig zum Kotzen. Kommt da noch einer? Oh, jetzt greifen sie mich alle an hier. Gibt's ja gar nicht. Wo ist er? Na komm. Ist der tot? Ist der tot? Der sieht komisch aus. Ja, der ist tot. Und du frisst einen Kumpel? Na komm.
Ich weiß jetzt gar nicht, also wie gesagt, der Ping ist richtig beschissen. Ich kann jetzt auch nur noch humpeln, glaube ich. Nee, Quatsch. Wir können noch. Jetzt sind sie beide kaputt. Jawohl. Er scheint was auf dem Kasten zu haben. Und der sieht ein bisschen komisch aus hier. Aber wir sind auch schwer angeschlagen. Also, es war so ein richtiges Ping-Gematsche. Also, ich glaube, jetzt humpeln wir auch. Wer ist das da hinten? Da kommt noch mehr. Ah, alles klar. Gut, dann werden wir jetzt mal schnell in unseren Tod schwimmen. Vielleicht nehmen wir ja noch einen mit. Mal gucken. Aber er ist hier definitiv vergleichbar mit dem Stego. Ich würde jetzt wirklich behaupten, er ist stärker gepanzert. Weil ich habe ja einige Bisse abgekriegt. Und ich habe es überlebt. So, ich gehe natürlich nur auf den Fleischfresser. Aber das, die gehören ja zusammen jetzt hier, ne? Es ist zwar merkwürdig, aber was soll man machen? Irgendeiner muss mich jetzt erlösen von denen. Das tut mir dann auch leid, aber ich werde ihm jetzt mal das Ding ins Gesicht schwingen. Bam. Klack. Ah, der ist ja... Baller, der ist ja mies. Der hat ja richtig was auf dem Kasten. Komm her, komm her, komm her. Kriegst du auch noch einen auf den Sack. Okay, hat er mich gekriegt. Gut. Sehr stark, sehr kräftig, muss ich sagen. Also, überrascht mich jetzt. Wie gesagt, ich bin sonst nicht so ein Arschloch, aber jetzt für die Aufnahme kann man das mal machen. Damit man sieht, was der kann. Ich würde sagen, also wie gesagt, ist kräftiger als das Stego. Oder hält mehr aus. Hält einfach mehr aus. Ja, davon eine ganze Armee. Auf jeden Fall. Ist eine schöne Abwechslung, finde ich, fürs Spiel. Das auf jeden Fall. Ein paar mehr Skins würde ich mir noch wünschen. Und dann ist das Ding durch hier. Ein ganz souveränes Tier, würde ich sagen. Macht Spaß. Der Sucher hat so auch was drauf. Das haben wir im letzten Video gesehen. Und der... Ey, wenn du den kombinierst nachher mit Stegos, wenn du da so eine Herde hast... Ich bin doch hier schon wieder am Kartenende, oder? Dann wird es schon schwer für die Fleischfresser. Muss ich sagen, wird es wirklich schwer, da noch irgendein Tier zu reißen. Also das ist schon ziemlich OP. Aber gut, die Pflanzenfresser sollen sich ja natürlich auch ein bisschen wehren können. Ein bisschen ist gut. Deshalb warten wir auf den Giganotto. Jetzt habe ich mir das... Habt ihr mitgekriegt? Ich bin hier so ein bisschen den Berg runtergekommen und das Bein ist gebrochen. Jetzt seht ihr das auch mal. Unten seht ihr dieses Broken Leg Symbol. Und das war's jetzt. Jetzt können wir uns eigentlich hier... Ja, jetzt könnte ich eine Viertelstunde mich hinsetzen oder eine halbe Stunde rumlaufen. Dann ist das gefixt. Oder ich hoffe jetzt einfach, dass hier jemand kommt und mich tötet. Ansonsten rennen wir jetzt hier dumm rum. Und das haben schon so viele Spieler bemängelt, dass die, wenn die so kleinere Rampen... Ich meine, wenn man so 20 Meter fällt oder 10, 5 Meter, verstehe ich das, kann ein Bein gebrochen sein. Aber nicht, wenn man irgendwo runter glitscht, dass das Bein dann durch ist. Ich meine, wir sind hier nicht bei DayZ, ne? Aber das sind halt so diese kleinen Fehlerchen, die sich einschleichen. Weil ich finde auch, die Leute kriegen, also die Programmierer hier, die kriegen im Moment viel Druck. Sehr viel Druck. Und das sind ja auch Leute, das ist ja kein Studio, was dahinter steht, ne? Das sind ja Leute wie du und ich. Und wenn die zu viel Druck kriegen, dann machen sie schnell, schnell und fusch, fusch. Bloß schnell was raushauen und das nicht ausführlich testen, ne? Damit die Leute zufrieden sind, weil die Leute wollen immer mehr Dinos, immer schneller. Jede Woche am besten 2, 3 Stück. Würde ich auch toll finden, aber dann sollen sie lieber eine Woche länger programmieren und dafür dann was Vernünftiges. Weil bei dem zum Beispiel fehlen die Skins. Schade. Beim Sucho fehlen auch die Skins. Dann einige Attacken fehlen. Die Sounds sind Gott sei Dank alle da. Und dann halt so diese Sachen wie dieses irgendwo runterglitschen und sich was brechen. Ist natürlich doof. So, und jetzt treffen wir hier natürlich auch auf niemanden.
Aber wir haben auch nur noch ein paar Minütchen. Ich wechsle jetzt nicht mehr den Server. Ich renne jetzt hier noch ein bisschen rum. Vielleicht haben wir Glück, dass wir noch einen treffen. Mal gucken. Ich schreibe mal ein bisschen rum einfach. Vielleicht erhört uns ja jemand. Ich finde es schon cool, so mit gebrochenen Beinen. Das ist schon so eine... Habe ich gerade was gehört? Nee. So eine Art Realismus, aber dann auch aus einer dementsprechenden Höhe. Da müsste der Knochen noch so rausstehen, ne? Das wäre auch cool. Aber ich denke immer noch, die Jungs sind auf einem guten Weg. Sollen sie weiter so machen, dann ist alles top. Treffen wir echt kein Schwein mehr, ne? Aber wir haben gut rasiert mit dem Vieh, muss ich sagen. Wir haben echt gut rasiert. Wir haben einiges zur Strecke gebracht. War nicht schlecht, auf jeden Fall. Leider auch friedliche Spieler angegriffen, aber was soll's. Ist ja nur zu Testzwecken gewesen. Man verliert ja hier keinen Loot. Ne? Von daher ist das ja auch nicht so tragisch jetzt hier. Außer, dass man sich wieder suchen muss, aber... Naja. Mit den Sucho-Mimos klappt das ganz bestimmt. Das war jetzt ein schlechter Wortwitz. Komme ich hier gar nicht rüber, oder? Nö. Schade, schade, schade. Wie so ein kleines Schweinchen hört er sich immer. Also, klingt so ein bisschen wie ein Schweinchen. Sind daraus nicht auch später die Schweine entstanden? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Wenn ihr es wisst, was sich daraus gebildet hat, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber irgendwas so in die Richtung. Oder Nashorn oder sowas? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ein Elefant. Oder eine Giraffe oder sowas. Ich glaube, die Sonne geht auch gleich wieder auf. Ja, und das Schlimme ist, wenn ich jetzt auf diesem Server weiterspielen will, mich auslogge, mich wieder einlogge, bin ich genauso wieder hier. Ich humpel dann durch die Gegend. Das ist halt... Ja... Dass man an Ort und Stelle wiederkommt, finde ich gut. Aber wenn man jetzt wirklich so am Arsch ist, finde ich die Suizidfunktion besser. Obwohl das dann wieder alle machen würden mit diesem Suizid und dann wieder jeder seinen... Dann würden sich alle wieder in der Mitte versammeln, ne? So versucht man das, glaube ich, so ein bisschen zu durchbrechen. Oder wenigstens Suizid, dass man das einmal am Tag nutzen kann. Das wäre auch gut. Aber das wieder gänzlich zu entfernen... Naja... Vielleicht ist aber beim nächsten Mal wieder drin. Gut, dann machen wir an der Stelle ein Folgenpäuschen. Sobald was Neues gibt, dann wieder auf meinem Kanal. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, dienstags ist immer VI-Stream. Mein Stream-Kanal ist auch verlinkt unten. Und wenn ihr das Spiel selber habt, könnt ihr auch dann gerne mitspielen. Das war euer Martin. Tschüss.